Welche Herausforderungen hast du während deiner Weltreise gemeistert? Wie haben sie dich als Person geprägt? Naja, ein erfolgreiches Business aufzuziehen, während man die ganze Zeit reist, wird von vielen als sehr schwierig empfunden. Mir hat man damals gesagt, vergiss es, du wirst niemals erfolgreich werden mit deinem Plan, alle Länder der Welt zu bereisen und gleichzeitig Geld zu verdienen. Da habe ich den meisten Leuten doch eines Besseren belehrt, aber es ist natürlich ein harter Kampf jeden Tag. Man braucht sehr viel Disziplin, ein sehr gutes Organisationsvermögen, um wirklich in meinem Tempo, alle 2, 3, 4 Tage, den Ort zu wechseln und gleichzeitig effektiv zu arbeiten. Ich bin ja auch noch ein Dienstleister, ja, ich mache ständig Beratungen, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und da braucht man schon ja, einiges an Organisationstalent und guten Ideen, um das Ganze zu schaffen. Für mich war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich wirklich sehr viel gearbeitet habe, das habe ich schon erzählt, und dann einfach ja, endlich mal von meinem Perfektionismus Abstand genommen habe und versucht habe, Sachen outzusourcen. Mittlerweile habe ich ein Team aus großartigen Mitarbeitern, die viele Sachen übernehmen, viele Sachen noch besser übernehmen, als ich das kann. Und ich kann mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, für das Business neue Produkte zu schaffen, neue Ideen zu schaffen, neues Wissen zu bekommen, um euch freier und wohlhabender zu machen. Und das ja, hat mein Leben doch auch stark verändert zum Positiven.